Michael und Lara Wendmann haben die Schnauze voll. Corona hat ihr Leben zerstört. Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Reisewarnungen und ständig neue Informationen über das Virus belasten die Münsteraner schwer. Vergiss nicht, die Merkel-Maulkörbe hier zu lassen. Hätte ich fast vergessen, ne? Die Wendmanns verstehen die Welt nicht mehr und wollen deshalb gehen. Für ihren Traum geben die Wendmanns alles auf. Finanzielle Sicherheit, Freunde und ihre Vernunft. Doch wie andere woke Menschen auch, sehen sie sich nach alternativen Fakten und einfachen Wahrheiten, die es für sie hier in Deutschland schlichtweg nicht mehr gibt. Hast du die Ausweise? Na klar. Den Wendmanns steht nichts mehr im Wege. Auf geht's in ein Leben voller Unwissenheit. Auf geht's. Werden sie ihr Glück an einem anderen Ort finden? Tschüss, ihr Schlafschafe! Willkommen, Freiheit! Nach anstrengenden 5 Minuten mentaler Reise sind die Wendmanns endlich in ihrer neuen Realität angekommen. Riechst du den Duft der Freiheit? Mensch, ich fühle mich schon fast wie zu Hause. Für die Wahrheitsauswanderer beginnt jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ja, also, ich bin total aufgeregt. Wir haben ja auch noch nie irgendwo gelebt, wo man alles frei aussprechen darf. Wo es keine Cancel Culture gibt. Ja? Ja, das wird super. Endlich können wir uns unsere eigene Verfassung geben. Ja. Doch sind sie gewappnet für eine Welt ohne Leitplanken? Wir lassen die beiden sich erstmal von ihrer langen Reise erholen. Uhr 45 am Morgen. Die Wendmanns sind schon früh wach. Hier, ich habe uns was von Kaiser Attila gezaubert. Sein Geld will Michael Wendmann mit unabhängigem Journalismus verdienen. Der Geschmack der Freiheit. Das Konzept? Einfach irgendeinen unzusammenhängenden Bullshit in die Webcam labern und dann um Spenden betteln, um das System zu stürzen. Unsere Kinder vergewaltigen, dann töten und dann gegeneinander kämpfen lassen. Und Merkel schweigt. Auch Lara will Geld verdienen mit einem Querdenker-Online-Shop. Also ich fülle jetzt hier Sand in diese Tütchen und dann klebt man sich das hinten aufs Handy. Und das hilft dann vor 5G-Strahlung. Ein gewagtes Unterfangen. Werden ihre Geschäftsmodelle aufgehen oder werden die Wendmanns bald wieder in die Realität zurück müssen? Mit Aluhut, Maske und Eisenstangen, ich sag's euch. Wir besuchen die Wendmanns eine Woche später. Von der anfänglichen Euphorie ist nichts mehr zu spüren. Die Wendmanns sind pleite. Fehlte ihnen etwa die nötige Kreativität? Irgendwie haben wir uns das einfacher vorgestellt. Man muss sich ständig diese ganzen Fake News ausdenken. Ja, und auf Telegram haben wir auch keine neuen Follower bekommen. Und dann wurden auch noch unsere PayPal-Konten gesperrt. Jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Nur noch diese Smoothies. Ich sag mal so, das Merkel-Regime hat uns in die Knie gezwungen. Was voller Hoffnung begann, nimmt nun sein tragisches Ende. Die Wendmanns müssen zurück. Vielleicht ist es in der alten Realität aber doch gar nicht so schlimm, wie die Wendmanns dachten. Und wer weiß, womöglich war das ja nicht ihre letzte Auswanderung. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.